alle, liebe Zuschauer. Ja. Jetzt haben wir gar kein Spiel vor uns, weil wir wollen einfach kurz sagen, wir waren dann der Nordsee. In welchem Park? Im Center Park, oder? Da waren wir schon ein paar Mal. Ja, wir haben Muscheln gesammelt. Ja, wir haben ganz viel gemacht und der Urlaub war wirklich toll, gerade wir für Kinder. Wir haben eine Wanderung gemacht. Auch. Und im Anschluss sehen wir jetzt einfach ein paar Sequenzen. Und wir haben Drachen gesteuert. Alles dabei. Einfach ein paar Sequenzen. Also wir ein, haben Spiele gespielt. Das haben wir auch, das zeigen wir auch. Was haben wir noch alles gemacht? Im Schwimmbad waren wir. Im Schwimmbad waren wir. Ich habe ein Tattoo. Genau. Und bevor die Leute jetzt weiterspulen, weil sie ja sehen wollen, was es bei dem Center Park an der Nordsee alles zu sehen ist, wünsche ich einfach viel Spaß. Was ist los? Müde? Nein. Viel Spaß. Also ein Besuch ist es auf jeden Fall wert. Und es hat im Urlaub ganz viel Spaß gehabt. Ich habe ganz viel Spaß gehabt. Also, dann wünsche ich viel Spaß und bis bald. Bleibt uns treu. Tschüss. Dann sucht er Wirrkraut oder Krötengift. Macrobius ist eigentlich ein ganz normaler Zauberer, der niemanden zur Last fällt. Hallo Ori. Ich bin Ori, ihr seid die Kinder. Hallo Kinder! Hallo Ori! Super! Hallo Mamas und Papas! Hallo Ori! Die freut sich, mich zu sehen. Die sind richtig gut drauf, die Mamas und Papas. Geht's euch allen gut? Ja! Ja! Es gibt Lieder über Hund und Super! Und auch Lieder über Katzen. Ja, ja, ja! Nur das ein Lied, das gibt's noch nicht.
Das ist die Sonne. Die war ja lange nicht, ja. Ja, hier an dieser Spitze von dieser Steinhöhle möchte ich mal mit euch ein Muschelexperiment machen, um mal herauszufinden, welche Aufgaben denn die Muscheln haben. Muss ich mal auf die Hand nehmen? Jetzt kommt ein Fisch raus. Hallo. Ja. Das sind Nordseegarnelen. Musst du auch mal versuchen, was zu fangen? Dann darf ich ganz gemütlich. Ja. Wenn du das schon weg ist. Ja, das da? Das da. Eins, zwei, oh nein, und ich bin weiterhin dran. Und die Sabrina versucht weitere, 1 bis 5, weitere Luftballons kaputt zu machen. Papa, ich hab den rausgezogen von oben. Toll, was ist dran? Umdrauflegen. Genau. So, alles verteilen. Ja. Elias hat die Würfel und jetzt geht die Schnelligkeit. Okay, grüne Blitze sammeln. Ich sehe nichts, weil die Hand ist im Weg. Ich sehe auch nichts. Guck mal hier die Vögel gestapelt, beziehungsweise ein Vogel, der will wachsen. Jeder hat im Prinzip so eine Übersicht. Der Elias hat die Würfel und fängt einmal an. Und man muss die passenden Schokole würfeln, um den Vogel zu füttern. Und jetzt spielen wir das Spiel Klamottenklamauk von Game Factory. Das ist ganz witzig. Da muss man so einen Waschbär anziehen. Man muss würfeln und mit dem passenden Symbol, beziehungsweise mit der passenden Farbe, darf man den Waschbär anziehen. Oh, Aline hat einen Joker. Irgendein Hemd darfst du deinen Waschbär anziehen. Dran, wir versuchen den nächsten Geist. Jetzt kannst du ihn auch wegbewegen, den haben wir schon. Ja, schau mal, ich habe die Geisteruhr aber gewürfelt. Oh je, ich wollte eigentlich den nächsten Geist fangen mit dir.